Hallo und herzlich willkommen. Es folgt eine Aufgabe zum Thema bestandsorientiertem Buchen, bestandsorientiertes Verfahren. Es kommen auch Begriffe vor wie Skontraktionsmethode und Inventurmethode, Begriffe, die ihr in diesem Zusammenhang kennen müsst. Bevor es losgeht, folgender Hinweis: Ihr findet die Aufgabe auf meiner Website prüfungstrainer.net unter dem Bereich Industriekaufleute, Steuerung und Kontrolle. Und dann habt ihr die beiden Bereiche Buchhaltung und Kostenrechnung. In dem Fall gehen wir zur bestandsorientierten Methode, klicken dann hier einmal rauf. Und sind dann in dem Bereich, wo euch das Ganze erklärt wird. Hier unten habt ihr noch ein sehr ausführliches Erklärvideo und dann noch eine Etage tiefer seht ihr eben zu dieser Aufgabe hier zum Download die Aufgabenstellung und die Lösung. Und hier daneben wird gleich das Video entstehen, sobald ich hiermit fertig bin. Doch nun zurück zur Aufgabe. Wir haben hier einen Ausschnitt aus einem Hauptbuch. Wohlgemerkt, es sind nur einige Konten. Ihr sollt anhand einiger weniger Konten zeigen, dass ihr es drauf habt. Es geht los nämlich mit der Frage, gemäß welcher Methode soll der Rohstoffverbrauch ermittelt werden und gemäß welcher Methode der Betriebsstoffverbrauch. Wenn wir uns nun die beiden Rohstoffkonten anschauen, einmal Aufwendungen für Rohstoffe und einmal Rohstoffe selbst, dann sehen wir, dass hier die Entnahmen immer gebucht wurden. Einmal 6.000 hier, 6.000 da, per Materialentnahmeschein belegt, die entnommene Materialmenge. Dann hier einmal 18.000 Euro, 18.000 Euro. Also diese beiden Seiten hier, einmal die Sollseite von Aufwendungen für Rohstoffe und einmal die Habenseite von Rohstoffe, zeigen uns, dass hier nach der Skontraktionsmethode vorgegangen wurde. Hier unten bei den Betriebsstoffen sehen wir hier gar nichts. Hier drüben auf der Habenseite von Betriebsstoffe auch nichts. Daher wissen wir, dass hier eben nach der Inventurmethode vorgegangen wird. Also Rohstoffe nach Skontraktionsmethode, Betriebsstoffe nach Inventurmethode. Dann B, Sie befinden sich am Jahresende, schließen Sie alle Konten ab. Und dann noch ein Hinweis, dass eben der Schlussbestand laut Inventur für die Betriebsstoffe 4.950 Euro beträgt. Wir wollen das mal kurz machen jetzt, den ganzen Abschluss. Wir buchen zuerst den Schlussbestand laut Inventur der Betriebsstoffe 4.950 hier rein. Davor schreiben wir gleich SBK. So gehen wir immer vor, wenn es mit der Inventurmethode gearbeitet wird. Dann bilden wir die Summe auf der Sollseite von Betriebsstoffe. Diesen Wert übertragen wir auf die Habenseite hier unten hin. Und dann können wir nämlich bequem im nächsten Schritt ermitteln, wie hoch der Betriebsstoffverbrauch ist, indem wir hier oben rechnen 8.700 minus 4.950. Das macht hier 3.750 und diese werden hier noch übertragen bei Aufwendungen für Betriebsstoffe. Und da es sich hier um eine Buchung handelt, kommen hier noch die Kontennamen davor. Und die Umbuchung dieses Betriebsstoffverbrauchs folgt dem Buchungssatz Aufwendungen für Betriebsstoffe an Betriebsstoffe 3.750 Euro. Und wir haben soeben Betriebsstoffe abgeschlossen nach der sogenannten Inventurmethode. Oben haben wir hier das Konto Rohstoffe. Hier wurde nach der Skontraktionsmethode vorgegangen. Da machen wir das so, wie wir das immer gemacht haben. Ganz klassisch, nämlich dass wir zunächst die Summe hier bilden und dann übertragen auf die andere Seite. Und dann rechnen wir nämlich 52.000 minus diese drei Werte hier oben, 52.000 minus die Werte. Das Ergebnis schreiben wir hier rein. Und davor können wir dann natürlich schon SBK hinschreiben. Und im nächsten Moment haben wir jetzt hier, müssen wir nichts übertragen, denn die Aufwendungen für Rohstoffe stehen ja schon da, da wir das ja immer brav gebucht haben, gemäß Kontraktionsmethode. Damit sind die beiden Aktivkonten Rohstoffe und Betriebsstoffe ja abgeschlossen. Wir haben die SBK-Werte. Jetzt schließen wir Aufwendungen für Rohstoffe und Aufwendungen für Betriebsstoffe über G&V ab. Das machen wir wie immer. Wir bilden den Schlussbestand hier bei Aufwendungen für Rohstoffe auf der Habenseite. Diese ist natürlich die Summe aus den Werten, die wir hier haben. Dann haben wir hier oben rechts also G&V 40.700 Euro. Der Wert wird übertragen hier in die G&V hinein auf die Sollseite. Der Buchungssatz lautet G&V an Aufwendungen für Rohstoffe 40.700 Euro. Jetzt schließen wir Betriebsstoffe auch ganz normal ab. Wir bilden ja auch die Summe. Das ist schnell erledigt, da ist ja nicht viel zu machen. Wir übertragen diese auf die andere Seite und können dann im nächsten Moment hier oben den Schlussbestand bilden. G&V 3.750 und der Betrag kommt hier nach unten hin. 3.750. Das Ganze folgt dem Buchungssatz G&V an Aufwendungen für Betriebsstoffe 3.750 Euro. Ja, ich habe hier ein paar Zeilen zu viel. Kann passieren. Hätte ich mir sparen können. Klar, hätte ich nur eine Zeile machen können. Okay, gut. Dann haben wir hier noch die Summe, sehe ich gerade, zu bilden. Damit haben wir Aufwendungen für Rohstoffe, Aufwendungen für Betriebsstoffe abgeschlossen. Und es fehlt eben noch ein Ertragskonto. Das können wir hier auch, sollen wir hier auch noch abschließen.
Ertragskonten werden ja dann hier im Soll abgeschlossen. Und die 50.000 Euro, die erscheinen dann jetzt hier in dem Fall auf der Habenseite. Buchungssatz für die ganze Geschichte ist Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse an G&V 50.000 Euro. Und das war alles ganz wunderbar. Was noch fehlt, jetzt sind hier noch ein bisschen hier die Summen auf beiden Seiten bilden. Da oben habe ich alles gemacht. Okay, dann Doppelunterstreichungen, damit sich auch keiner aufregt. Eure Lehrerinnen und Lehrer sind da ein bisschen empfindlich vielleicht. Deswegen machen wir hier noch Doppelunterstreichungen. Buchhalterlassen spare ich mir. Und dann haben wir im letzten Schritt nicht mehr viel zu machen. Wir müssen jetzt noch ermitteln, haben wir denn einen Gewinn oder einen Verlust? Das sehen wir schnell daran, dass eben die Ertragsseite hier größer ist als die Aufwandseite. Hier drüben sind es weniger. Kann ich mal kurz testweise die Summe bilden? Aha, 44.450 ist weniger. Folglich müssen wir hier auf der Sollseite abschließen. Und es freut uns natürlich, denn wir haben einen Gewinn. Wir rechnen hier also 50.000 minus 40.700 minus 3.750. Macht 5.550. Das Ganze wird gegengebucht in Eigenkapital. Und insofern haben wir einen Gewinn gemacht. Das ist eine ganz feine Sache. Hier doppelt unterstreichen noch. Und dann sind wir mit der Aufgabe 1 durch und können weitermachen mit Aufgabe 2. Aufgabe 2. Gegeben sei der unten stehende Ausschnitt aus einem Hauptbuch. Sie befinden sich am Jahresende. Schließen Sie alle Konten ab. Das gleiche wie eins davor, bloß hier haben wir keine Umsatzerlöse. Erstmal wollen wir schauen, wonach wurde denn hier jeweils gebucht. Okay, wir erkennen bei den Rohstoffen hier die Skontraktionsmethode, da immer schön brav entnommen wurde und das Ganze gebucht wurde. Bei den Hilfsstoffen gibt es keine Buchungen. Hier im Soll von Aufwendungen für Hilfsstoffe und Hilfsstoff im Haben und hier unten auch nicht. Folglich wurde Rohstoffe und Aufwendung für Rohstoffe nach der Skontraktionsmethode und die anderen Konten hier unten nach der Inventurmethode. Von daher auch die Angaben über die Inventurbestände, wie ihr sehen könnt, hier unten. Und wir haben es also mit einer kombinierten Aufgabe zu tun und wir wollen die Konten mal abschließen. Bei Rohstoffe machen wir das so wie immer. Wir bilden hier erstmal die Summe, übertragen diese auf die andere Seite und bilden dann die Differenz aus 22.700 und 14.600 und 5.300. Wir schreiben hier also rein, 22.700 minus dem Wert minus dem Wert. Und das ist der Wert, der ins SBK reingehen kann. Aber bei den Kontenhilfsstoffen und Betriebsstoffen müssen wir es anders machen. Da haben wir nämlich die Inventurmethode, die zum Einsatz kam. Wir schauen uns erstmal an, wie hoch ist denn der Schlussbestand laut Inventur für die Hilfsstoffe. Dazu geben wir in die Aufgabe rein. Schlussbestand laut Inventur 3.800 Euro, 3.800 Euro. Das schreiben wir hier so rein, indem wir hier wieder SBK reinschreiben und 3.800 Euro. Und dann können wir im nächsten Schritt hier die Summe bilden auf der Sollseite. Diese übertragen wir auf die Habenseite und rechnen dann im nächsten Moment 8.000 minus 3.800 und das ist eben der Hilfsstoffverbrauch. Und dieser Hilfsstoffverbrauch muss gegengebucht werden auf dem Konto Aufwendungen für Hilfsstoffe. Deswegen tragen wir ihn hier rein und dann kommen hier noch die Namen der Gegenkonten, einmal Hilfsstoffe und hier drüben einmal Aufwendungen für Hilfsstoffe. Und das gleiche machen wir hier noch unten mit dem Konto Betriebsstoffe. Dazu gehen wir wieder in die Aufgabe und gucken uns an, wie hoch ist denn der Schlussbestand laut Inventur. Dazu muss ich genau zur Aufgabe mal kurz hin. Hier unten sehen wir es, 3.150 Euro. Wir schreiben 3.150 Euro hier hin, SBK davor. Und berechnen dann hier wieder auf der Sollseite die Summe. Übertragen diese auf die andere Seite. Ups, ist ja schief, da ist er ja. 5.300 und rechnen dann 5.300 minus 3.150 und tragen das hier oben ein. Macht 2.150 und davor schreiben wir jetzt Aufwendungen für Betriebsstoffe, denn das Ganze wird gegengebucht auf das Konto Betriebsstoffe. Also kommen die 2.150 noch einmal hier rüber ins Soll. Und das Ganze folgt dem Buchungssatz Aufwendungen für Betriebsstoffe an Betriebsstoffe. Okay, damit sind wir so gut wie fertig. Wenn wir jetzt noch eine G&V hätten, würden wir natürlich hier ganz normal über G&V abschließen, Summe bilden und dann sagen eben, der Verbrauch der Rohstoffe ist 19.900. Ja, wir würden das so reinschreiben, würden hier G&V davor schreiben und den Wert entsprechend ins G&V übernehmen. Genauso würden wir das hier unten machen. Wir würden ganz normal hier drüben G&V schreiben und dann hier den Hilfsstoffverbrauch 4.200 Euro.
unten hier genauso. Dann überall die Summen bilden, doppelt unterstreichen. Und damit sind wir hier auch mit der Aufgabe fertig. Am Ende wollte ich euch noch eine Kleinigkeit zeigen. Und zwar gibt es manchmal auch die Möglichkeit, dass einige Lehrerinnen und Lehrer eben bei der Inventurmethode also den Schlussbestand laut SBK nicht eine Zeile tiefer reinbuchen, sondern eins darüber. Kann ich euch mal kurz zeigen. Dann nehme ich mal kurz die Werte hier alle weg und bringe mich mal kurz auf den Zustand zurück, wie es vorher war. Ja, man nimmt dann eben den Schlussbestand laut Inventur ganz normal. Das war ja 3.150 Euro und den würde man dann eben sofort in die erste Zeile schreiben. Und im nächsten Schritt würde man dann hier wieder ganz normal die Summe bilden. Da ändert sich nichts. Summe übertragen und dann wieder eben die Differenz bilden. 5.300 minus 3.150. Und dann würde hier davor halt kommen Aufwendungen für Betriebsstoffe. Und der Betriebsstoffverbrauch würde ganz normal wieder hier ins Soll reingebucht werden. Wir kommen also wirklich zum gleichen Ergebnis. Halt, einige machen das ganz gerne so. Es ist nichts weiter passiert, als dass diese beiden Zahlen hier vertauscht wurden. Ja? SBK steht oben und Aufwendungen für Betriebsstoffe steht unten. Okay, damit sind wir am Ende. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wenn euch das Ganze gefallen hat, vergesst nicht, mir ein Like zu hinterlassen. Vergesst auch nicht, mich zu abonnieren. Bis zur nächsten Aufgabe. Macht's gut.